Hey ihr Lieben, aus irgendeinem Grund ist der Frühling wieder vorbei. Ich bin hier gerade in Pöllau, möchte mir jetzt eine Burgruine anschauen. Wie heißt die? Burgruine Pokoi oder so, ganz, ganz strange. Schauen wir uns jetzt mal kurz an. Es ist echt kalt. Mit am Start natürlich die Luna. Irgendwo soll dort vorne eine Burgruine sein. Ich sehe da eigentlich nur noch so ein paar Steinchen. Ich hätte die beinahe nicht gesehen. Also das Navi hat gesagt, sie haben ihr Ziel erreicht. Und ich dachte, hä? Und jetzt habe ich da so ein paar Steinchen entdeckt. Mal gucken. Seht ihr die Steine? Die hätte ich fast übersehen. Also hat mich, wie gesagt, gerade sehr gewundert, dass hier eine Burgruine sein soll. Das ist aber wirklich eine krasse Ruine. Da steht ja nichts mehr. Sind so ein paar Steinchen. Da sind ein paar Steinchen noch. Ja. Schauen wir mal. Hey Luna. Schauen wir halt mal. Komm her, warte, Straße ist ja vorbei. Aber in der Nähe bleiben, gell? Mäuschen, so. In der Nähe. Was heißt denn bei dir in der Nähe? Schaut, da seht ihr überall noch so. Luna, hier bleiben. So altes Gemäuer. Hier bleiben. Hier! Seht ihr überall so altes Gemäuer? Von der wird wahrscheinlich die Burgmauer gewesen sein oder was? Na krass. Ich hab mir das. Dachte, da steht noch ein bisschen mehr. Aber da steht nicht mehr. Gucken wir mal weiter. Ne? Ups, es ist so krass, es war schon so schön warm, Leute. Gott sei Dank habe ich meine Mütze mitgenommen. Also mein Freund meinte noch, nimm die lieber mit. Jo, da schaut, das muss der Rest von der Ruine sein. Ich schreibe euch dann noch drunten rein, wie die heißt, Pokoi oder keine Ahnung. Ich habe das nicht gemerkt. Da gehen wir nicht weiter. Nein, hier bleiben. Leute, da gehen wir. Luna, hier, weg da. Da gehen wir nicht weiter, weil wir wollen ja da nicht runterstürzen. Ah ja, das ist also die Burgruine. Naja. Nicht so dolle. Halt überall Steine. Wenn ich das jetzt nicht wüsste, wäre ich da nicht drauf gekommen, dass das eine Ruine ist. Da kommen wir aber auch nirgends. Hier ist auch nicht mehr. Da runterstürzen wollen wir nicht. Ne? Leute, ist. Ja, da ist nichts weiter. Überall halt Steinchen. Und es schneit. Ach, wie schön. Oh, ich dachte, der Winter ist vorbei, Leute. Was denkst du? Pustekuchen. 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 Verdammt. Naja, ich würde sagen, das ist nicht sehr. Ich habe ja irgendein Gemäuer gesehen, oben auf dem Berg. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich weiß auch nicht, wie wir da hinkommen. Ich muss gucken. Das werden wir uns auch angucken jetzt. Falls ich es finde. Ne? Ich glaube, die GoPro ist wasserdicht. Sonst haben wir ein Problem. Oh, Leute, jetzt schon leid. Aber wie auch noch. Dann gehen wir nochmal zum Auto. Und suchen dieses andere riesengroße Teil, was eigentlich aussieht wie ein Schloss. Ich gebe mal Google Maps, gebe ich jetzt mal Schloss ein, Schloss Pöllauberg oder so. Und dann gucken wir nochmal weiter, würde ich sagen, ne? So ihr Lieben, es ist 50 Minuten später. Ich habe so viel Sprit verfahren. Ich bin so behindert, Leute, manchmal. Aber das ist die Burg Neuburg. Und da so. Und da so. Ich habe jetzt nur ein ganz anderes Problem. Ich muss ganz nötig Pipi. Und ich weiß nicht, wo ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss. Da ich mit Luna unterwegs bin, kann ich nirgends rein. Schaut mal, was da ist. Ein Teichlein. Lotstisch. Betreten verboten. Der Bürgermeister. Was für ein Ding? Sind da Fische drin oder so? Oh, was ist mit den Vögeln da hinten los? Hört ihr das? Ah, da ist auch noch ein Stück Mauer.
Da oben. Gehen wir mal gucken, ne? Gehen wir mal schauen, ihr Lieben. Boah, das hat gedauert. Ich habe ja auch eine Orientierung wie ein totes Pferd. Da seht ihr. Was? Ich habe mich schon wieder verlaufen. Das kann ich gut. Mal gucken, ob man da rein darf, ob ich einen Hund mit ins Innendings nehmen kann. Oh, die würde ich schon gerne ganz von innen sehen. Die Burg, die schaut cool aus. Oh, es schneit. Es schneit. Schaut aber irgendwie sehr geil aus, oder? In dem Schnee. So leicht trübe. Hier kann man scheinbar auch Fußball spielen. Das sind so zwei Tore. Schauen wir mal. Da so rein. So ein bisschen. Sehr schön schaut es aus. Die Laterne. Boden. Tourismusverband. Halbbergumgebung. Okay, da können wir sowieso nicht rein. Sehr krass. Dann schauen wir mal von unten runter. Ah, es ist wirklich krass, Leute. Es war wirklich schon so schön warm. Und jetzt kommt der Winter wieder. Es ist echt ein bisschen kalt. Aber schaut mal, wie schön. Ihr wisst ja, ich fahre ja voll ab auf diese Steine. Das sieht schon echt. Da ist schon ein krasser Riss drin, hä? Bis oben. Ach du Scheiße. Seht ihr das? Das sieht nicht gut aus. Nee. Schauen wir mal da runter. Schaut mal. Betreten verboten. Okay, das ist sogar Privatgrundstück. Da würde ich aber gerne mal nachfragen, ob man sich das mal angucken dürfte und filmen. Das ist privat auch noch. Das ist eine Sauerei. Ach Leute, heute wird das irgendwie nichts. Ne? Tja Leute, ich darf da nicht rein. Das ist Burg Neuburg und das gehört scheinbar jemandem. Krass, ich dachte, das ist so ein Ausflugsziel. Aber nö. Der Riss da, der ist jedenfalls echt heftig. Naja, schade. Echt schade. Schon geil aus, groß. Schaut da hinten, seht ihr das? Das ist schon echt keine kleine Burg. Und halt noch jemand. Auch nicht schlecht. Schade, schade, Marmelade. Es gibt so Tage, da hat man einfach kein Glück. Oh. Ich werde auf jeden Fall nachher, dann seid ihr dabei, ein Hühnerfrikassee kochen und ja, dann haben wir auch unser Video für heute, ne? Ist halt was anderes. Aber ich habe jetzt keine Lust hier andauernd zu suchen. Es ist auch echt kein schönes Wetter. Nee. Also Leute, wir sehen uns nachher in der Küche, in der warmen Küche. Beim Kochen. Wir sind jetzt in der Küche. Und zwar. Es gibt ja Hühnerfrikassee. Ich habe einen Topf, einen Salzwassertopf vorbereitet. Moment. Mit Salzwasser. Und was kommt da jetzt noch rein? Da kommt noch rein. Lorbeerobst, brauche ich neues. Zwei Lorbeerblätter, schwupp. Salz ist schon drinnen. Dann kommt da jetzt Suppengemüse rein. Das werden wir da mal reinschnippeln. So. Wutsch, 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 wutsch. Mal ein Messerchen. So, das kommt mal da rein. Lauch. Ein
dann Sellerie. Mal das immer weg, den Rand. Nein, Simba. Nein, weg. Mal noch was daran. Dann brauchen wir Chili Chili, um die Dingerchen hier zu schälen. Oh Leute, es war so kalt draußen. Ach ja, habe ich schon gesagt, ne? Ich habe mal Lappen. So. Naja, kochen wir halt mal. Ist ja auch fein. Ich brauche für dieses Hühnerfrikassee, also dann können wir morgen auch noch davon speisen. Also ich brauche 600 Gramm Hühnerfleisch. Mal gucken, ob ich da genug Keulen gekauft habe. Ich nehme halt das Fleisch von den Keulen, weil das einfach zarter ist. Ich komme dann in den Topf nachher. Also die Hühnerkeulen kommen dann nachher in den Topf und müssen so anderthalb Stunden schön vor sich hin köcheln, damit das Fleisch sich dann super schön vom Knochen löst. Versteht ihr? Frosty ist auch mit am Start. Er geht gerade heimlich an den Kühlschrank. So. Nein, nein, er darf ja an den Kühlschrank. Ist ja seiner. Ne? Unserer ist das sogar. Ich darf auch ran. Oh Leute, ich gehe mal nachts irgendwie mir was zu essen holen neuerdings. Das macht dick. Das bin ich echt abgewöhnt. So. Das hier werde ich nachher noch, also alles fertig schnippeln. Ne? Das kommt dann alles, das hier schnipple ich noch. Vielleicht nicht alles, da haben die Pferde noch ein bisschen was von den Karotten, glaube ich. Weil das sind ziemlich viele. Das mache ich jetzt alles da rein. Und, oh, es dreht sich da schon wieder. Dann kommt, das zeige ich euch noch kurz, noch das Huhn da jetzt einfach rein. Ups, da einmal aufgehen. Danke sehr. Dann kommen jetzt die Hühnerquallen mit dazu. Ich weiß echt nicht, ob ich alle brauche, aber ich glaube schon. Dann, falls was übrig bleibt, kann ich den Rest ja einkochen oder so. So in Gläser einkochen, wisst ihr, was ich meine? Ne? So, alles schön da rein. Das sind ganz schön viele. Aber neulich hatte ich nur, wie viel waren das? Weniger und es hat halt nicht gereicht für 600 Gramm Fleisch. Also für 4 Portionen. So, schwuppdiwupp, Fleisch ist drin. Na gut, dann schnippel ich noch ein bisschen Gemüse, damit das alles einen Geschmack bekommt nachher, ne? So. Noch schön Karottchen rein und so. Und dann bereite ich die Zutaten vor. Champignons, Erbsen, Karotten und Spargel. Und Kapern. Aber das kommt erst ganz zum Schluss dann. So, ich habe da jetzt einen Deckel drauf gemacht, weil alles andere ist Energieverschwendung. Ich habe fast alle Karotten reingeschnippelt. Also ihr seht Karotten, also Suppengemüse halt, die Hühnerkeulen. Ja, und das erhitzen wir jetzt mal schön und dann muss das schön köcheln, vor sich hin köcheln. Inzwischen schneide ich die Zutaten und wenn das Huhn dann sozusagen, also wenn ich den nächsten Arbeitsschritt mache nach dem Schnippeln, dann schalte ich euch wieder ein. So ihr Lieben, ich habe jetzt schon mal, also das Huhn köchelt vor sich hin. Ja. Ich habe schon mal alles vorbereitet. Champignons klein geschnitten. Möhrchen und Erbsen, aber aus der Dose genommen. Ja, da kommen dann später noch Kapern dazu. Ich wandle das Rezept ein bisschen ab, weil Karotten sind eigentlich gar nicht drinnen, sind gar nicht dabei. Aber das Rezept, das kommt dann zwischen das Video so reingedingst. Es ist übrigens von chefkoch.de, da habe ich das gefunden. Und es ist mein erstes Hühnerfrikassee. Aber in der Zwischenzeit mache ich jetzt ein Tiramisu. Also, mir ist aufgefallen, ich habe kein Amaretto, das macht aber nichts. Zuerst, also ich brauche mal 50 Gramm Puderzucker.
Ich mache halt nur die Hälfte von dem Ganzen, weil ich nur 100 von den Biskuiten habe, Dinger, für Tiramisu, ne? Reicht ja auch, erstmal probieren. Ist auch mein erstes Tiramisu. Aber, also, ich habe schon mal Erdbeer-Tiramisu gemacht, das war geil. Und jetzt mache ich dieses normale halt, ohne Amaretto. Ich weiß nicht, ob das klug ist, aber wird schon schmecken. Auch. Hoffe ich. Wird schon gehen. So, jetzt habe ich gehört, 50 Gramm Puderzucker. Ein Teil daneben. Dann, guck mal, das ist das richtig? Das Eigelb dazu. Also zwei Eigelb. Bei, sag schon, 50 Gramm Puderzucker. Schlage ich das mal so ein bisschen hier winzig. Wie soll ich denn das weiß schaumig schlagen? Vielleicht hätte ich nächstes Mal einen größeren Behälter nehmen sollen. Moment, seht ihr auch was hier von dem ganzen Chaos? Weiß wird es nicht werden, weil da Eigelb drin ist. Gut, mit dem, sag schon, mit dem Amaretto würde es ein bisschen flüssiger werden. Ja. Dann heute ist Mascarpone, was neulich übrig geblieben ist. Das sind genau 250 Gramm, glaube ich, müsste passen. Und sehr schade, das wegzuhauen. Ne? Aber ich glaube, nächste Woche mache ich nochmal das Erdbeertiramisu, das war ja der Hammer. Das war richtig geil. Ja. Ja. So. So, lass los. Ist noch gut? Ist noch gut, ja. So. Als nächstes. Okay. Ich soll das nicht mit dem Mixer jetzt verrühren. Ich habe halt keine Flüssigkeit so richtig, ne? Ach Gott. So ein Schneebesen oder so. Schauen wir mal. Na, ob das was wird, Leute. Was ich ranmachen könnte, wäre Eierlikör. Glaubt ihr, das wird gut? Ich meine, Schuss Eierlikör, wann wisst ihr das? Wie viel denn eigentlich? Ein Esslöffel. Alles klar, nehmen wir einen Esslöffel Eierlikör. Mir doch wurscht. So, noch ein bisschen mehr. So, verwenden wir das hier vorsichtig. Dann ist es auch ein bisschen flüssiger. Ne? Wer weiß, vielleicht schmeckt das ja gut. Das Eiweiß zu steifem Schnee schlagen. Habe ich noch nie gemacht. Ich hoffe, das geht mit der Gabel. Habe ich noch nie gemacht. Aber echt eine kleine Menge. Ne? Aber ich habe halt leider nur 100 Gramm von diesen Dingern. Ne? Sonst, tja, scheiße. Scheißendreck. So, jetzt hier gleich mal in die Geschirrspüler. Dann brauchen wir Kaffee. Ne? Ganz wichtig. Kaffee habe ich schon vorbereitet. So. Einmal hier was weg. Gott, hier sieht es schon wieder aus. So, Kaffee. Dann mache ich irgendeine Form, wo ich das reingeben kann. Ja, auch doof. Ich habe da jetzt nur so eine Riesenform. Egal. Ist halt so. Und jetzt machen wir da abwechselnd einfach diese Dinger rein. Wie schmeckt das? Ja, sehr geil. So, die pumpen wir jetzt. Nee, warte mal. Eins am anderen. Wir nehmen uns noch einen Löffel. Wie viel Besteck ich immer brauche, wenn ich koche. So, jetzt kommt das hier rein. So eine Schicht. Kann ja bloß zwei Schichten machen, glaube ich. Weil die so. Ja, ich hätte lieber die doppelte Menge gemacht. Mist. Egal. Es ist, wie es ist. Leute, ne? Na, ein Löffelchen geht noch. Rutsch. Jetzt kommt das da so schön rein. Dann. Ist ja eigentlich keine Hexerei, glaube ich, ne?
Der Hund draußen, der Nachbarhund bettelt. So, kurz einen Kaffee tunken. Der bettelt immer, weil der von mir immer Leckerlis kriegt. Jetzt steht er da draußen mit seinem Befehlston und bellt. Wollt ihr den sehen? Moment. Oh. So. Das ist Lucky, die Nervensäge. Da. Nein, du hast schon bekommen heute, Schatzi. So. Weiter geht's im Text. So. Es ärgert mich, dass ich nicht genug Biskotten habe. Weil ich hätte echt gerne die doppelte Menge gemacht. Schade auch, dass ich kein Amaretto habe, aber mit dem Eierlikör. So. Ist mal was anderes, ne, Leute, oder? Was sagt ihr? Mein Gott. Ist halt einfach mal was anderes. Die sind in Kaffee getunken, ne? Was konnten das ja. Abgefummelt. Das sind knappe 600 Gramm. Jetzt brauche ich erstmal einen neuen Akku. Bis gleich. So Leute, ich habe jetzt von der Suppe circa einen halben Liter abgeschöpft, also von der Brühe, wo das Huhn drin gekocht hat. Habe nebenbei schon mein Reiswasser aufgesetzt. Ups, schwuppdiwupp. Diese Brühe stelle ich mal zur Seite. Die werde ich aber auf jeden Fall noch verwenden für morgen oder so. Da kommen dann einfach Nudeln rein. Und Gutes. So, jetzt brauche ich diesen Topf. Sagen wir mal, das ist einer. Machen wir wieder an hier. So, jetzt wird die nochmal flüssig. Ne? Aber noch ein bisschen, ne? Komm. Komm, komm, ein bisschen Butter. Für die Mutter. Zack. Werde ich das dann gleich mit Mehl bestäuben. Dazu nehme ich mir ein Sieb, weil ich das besser mache. Ich glaube, ein Esslöffel Mehl. Ja, ein Esslöffel, das ist ja nicht so viel. Wo ist mein Bier? Da. So, ein Esslöffel Mehl. Und wieder dazu. Haben wir diesen Sieb? Dann kann man das so schön durchstäuben. Plumpt das nicht so. So. Da wird jetzt gleich das Mehl drauf gerührt und dann kommt die Brühe drauf.
schön rein. Und dann auch noch das Huhn. Und da ist echt wenig Soße vorne für so viel. So wenig. Das staubt ja im Mund, Leute. Sorry, aber ich mache da noch ein bisschen Brühe rein. Das ist mir zu dick. Ah, wir haben ja noch Brühe. Alles schön. Alles gut. Und wenn das nachher zu dünn ist, machen wir einfach noch ein bisschen einer Mehlschwitze. So. So gefällt mir das schon besser. Ne? Spargelchen noch schnell schnibbeln. Ganz rucki zucki. Rucki zucki. Ich bin nicht sicher, ob der Spargel so schmecken muss. Der schmeckt so merkwürdig. Ich hoffe, der ist nicht schlecht. Oh, das wäre es ja jetzt. Moment, Leute. So. Obwohl der Spargel noch haltbar war, war der nicht mehr gut. Ich habe jetzt das alles rausgefischt. Es hat sich Gott sei Dank nicht so auf den Geschmack ausgewirkt hier drin. Da ist noch ein Stück. Ne? So. Ordentlich Reis. Bisschen Sahne kommt dann da noch rein. Gucken, ob die gut ist. Weil die ist noch zu, deswegen ist die noch gut. Ja, ja, alle gut. Also ich hoffe, dass sie gut ist. Weil die Spargel waren ja auch gerade zu und ja, waren nicht mehr gut. So ein Pech musste man haben. Man muss alles probieren, bevor man es aufmacht, ne? So ein Scheiß. Jetzt habe ich die auch alle hier reingeschnitten, so hätte ich es auch zurückgeben können. Na, jetzt sagen wir mir, das ist schlecht. Ich möchte gerne mein Geld zurück oder so, ne? Weil es ja jetzt irgendwie zum Fenster auch rausgeworfen, das Geld. Ich hoffe echt, ich habe alles soweit erwischt, ne? So, das habt ihr jetzt leider nicht gesehen. Ich habe da noch einen Schuss Zitrone dran gemacht, frische. Ich hoffe, das schmeckt noch. Aber ich denke schon, so ein bisschen Säure. Spargel finde ich keinen mehr. So, dann habe ich den gleich rausgenommen. Mama mia, ein Pech kann man haben. Mhm, schmeckt sehr gut. Ich mache da noch ein bisschen Salz ran. Und noch etwas Pfeffer. Und Schlagobers, Schlagsahne auch in Deutschland. So ein Ticken, ne? Schön cremig wird. Cremig und sämig. So. Dann möchte mein Freund, wie immer, noch einen Salat dazu. Ich schaff das nicht. Ich schaff das hier mit Reis und bin happy. Mit, Salat wird mir das zu viel. Aber von mir aus gerne. Das ist ganz normaler hier, sag schon. Salatherzen nehme ich da heute, die Reste, weil der Salat ist ja nur für ihn. Einfach das eine Salatherzchen. Der frisst ja schon den ganzen Tag um sich rum heute, ne? Also isst. Ich habe für ihn drei halbe Schnitzel gegessen von gestern, vom Vortag. Dann wollte er die Haut, die für die Tiere bestimmt war. Also haben die Tiere ein bisschen Haut bekommen von dem Huhn, den Rest durfte er essen. Ja, und jetzt gibt es gleich Essen, ne? Also, ja, nur von mir aus. Wenn's schmeckt. Ich wäre schon lange satt, schon 10-mal. Aber ich bin ja auch so eine Nachtesserin. Schrecklich ist das. Schrecklich. In der Nacht bekomme ich immer Hunger. Das ist so schlimm. Das ist mir langweilig oder so. In der Zwischenzeit machen wir weitere Salatwürzen. Und zwar Salz. Dann etwas getrockneten Schnittlauch. Dann etwas weißen Essig, Balsamico.
Dann. Mein Freund liebt Kürbiskernöl. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Kürbiskernöl vom Bauern. Wutsch, wutsch, wutsch. Davon mag er immer ganz viel. Ich finde das Verschwendung. Weil er teuer ist, aber. Ja. Er arbeitet ja auch rund um die Uhr. Da kann er sich das ruhig gönnen, ne? So, Pfeffer. Und durchrühren. Was ich immer beim Kochen an Geschirr brauche. Das ist abnormal. So, wären wir jetzt in einem Lokal, würde ich Ihnen das jetzt noch in eine schöne Schüssel füllen. Aber es ist ja total bekloppt. Man kann ja direkt aus dieser Schüssel. Ihr kennt mich mit meinen Versprechern. Man kann ja direkt aus dieser Schüssel essen. Ich probiere. Kurz. Yes. Schmecken. Also ich habe ja schon gekostet, das Frikassee ist gut. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass mir jetzt nichts anbrennt hier zu guter Letzt. Das wäre dramatisch. So. Dann muss ich das Ganze noch schön anrichten. Ich habe jetzt Angst, dass mir der Reis hier verbrutschelt. Der darf nicht verbrutscheln. Bisschen Hühner. Was brauche ich denn eigentlich? Ich brauche eigentlich nur einen Löffel. Und er braucht eine Gabel für den Salat. Na gut, Leute. Ich berichte, wie es geschmeckt hat. Ahoi. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu verstörend. Ich fand es ganz schön anstrengend. Das war anstrengend. Aber ich hoffe, es hat sich gelohnt und schmeckt. Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao.